Wavi Profi 3 hat natürlich die Konten- und Buchungsverwaltung, die auch die DATEV-Schnittstelle beinhaltet, die für den Steuerberater vorgesehen ist. So, diese Konten- und Buchungsverwaltung ermöglicht es Ihnen, wie Sie vielleicht in einem der vorhergehenden Videos schon gesehen haben, Ihre Ausgaben, also sprich Ihre Verbindlichkeiten, sehr, sehr einfach einzutragen. Somit haben Sie einen Überblick über Ihre Konten, über Ihre Zahlungen, was ist offen, was ist bezahlt und so weiter und so fort. So, für wiederkehrende Verbindlichkeiten haben Sie die Möglichkeit, unter Administration Systemeinstellungen Fixkosten zu hinterlegen. Diese Fixkosten, was machen die? Wir machen das ganz einfach in ein Beispiel. Wir sagen hier einfach mal Miete laden. Na, das macht jetzt hier an der Stelle Sinn. Dann wählen wir eine Kategorie aus, die zu unserem Ausgabenzweck passt. Habe ich jetzt schon hier angelegt. Sie können natürlich auch parallel oder alternativ sagen, wenn eine Kategorie nicht vorhanden ist, können Sie die an dieser Stelle sehr einfach anlegen. Dazu bitte sehen Sie sich das Video von den Kategorien an. Okay, wir sagen hier, das ist ein Mehrwertsteuersatz XY, zum Beispiel 19 Euro, und unsere Miete kostet 290 Euro. Nun bestimmen Sie den Intervall, wir sagen monatlich. Das Datum der ersten Buchung geben Sie ein, ich sage jetzt mal der erste, zweite. Wir haben zwar heute den 26.02., aber egal, Wavi Profi 3 schaut nach, ob es denn ein Datum gibt oder eine Buchung gibt oder eine Fixkostenbuchung gibt, die noch nicht getätigt ist, aber eigentlich fällig ist. Und das prüft Wavi Profi 3 bei jedem Start, aber das sehen wir gleich. Hier könnten Sie noch sagen, von welchem Lieferant ist denn das Ganze. Und wenn Sie sagen, nee, das ist von keinem Lieferant, dann klicken Sie einfach hier auf das X. Empfehlen würde ich Ihnen an dieser Stelle, Ihren Vermieter, insofern es Sie nicht selber Eigentümer Ihres Geschäftes sind oder dieses Wohnkomplexes sind, geben Sie bitte Ihren Vermieter als Lieferant ein. Und dann können Sie es nämlich auch zuordnen und dann sehen Sie auch, wie viel haben Sie ganz einfach an den Schmidt, Meier, Müster, Müller, Mustermann an Miete bezahlt. Okay, hier sagen Sie, von welchem Konto soll diese B-Zahlung erfolgen. Standardmäßig ist es eine Geschäfts-, also ein Girokonto. Und hier sagen Sie, ist wichtig, Zahlung soll automatisch übernommen werden. Das heißt, Sie wollen sich daran nicht drum kümmern, der soll das bitte übernehmen und sofort buchen. Wenn Sie mit Ihrer Erfassung fertig sind, hier, letztmalig habe ich vergessen, ich bitte um Verzeihung, Sie können hier sagen, okay, das ist dieser Intervall gilt bis zu einem Maximaldatum, das Sie hier eingeben können. Und sollte Ihr Maximaldatum als Beispiel der 30.12.2018 überschritten sein, also ab den 31. wird diese Fixkosten dann eingestellt, weil er sagt, okay, ich muss mich jetzt nicht mehr drum kümmern, weil diese Mieteladen gibt es einfach nicht mehr oder was weiß ich, dieses Darlehen gibt es nicht mehr, wie auch immer. Das können Sie also hier wunderbar eintragen. Dann speichern wir das Ganze und nun haben wir diese Information hier. Jetzt können Sie sagen, ja, aber unter Anwendungen und Buchhaltung ist ja noch gar nichts drin, richtig? Denn Wavi Profi 3 prüft beim Starten des Programms, ob Fixkosten da sind, die gebucht werden müssen. Und das machen wir jetzt. Wir starten jetzt Wavi Profi 3 einfach neu. Wenn Wavi Profi 3 neu gestartet ist, loggen wir uns natürlich ein. Und schauen jetzt unter Anwendungen und Buchhaltungen nach. Und wir hoffen nun, dass die Buchung, jawohl, wunderbar, sie ist da. Das heißt, hier unsere Mieteladen wurde jetzt tatsächlich am 1.2. gebucht. Und in Höhe von 290 Euro. Somit hat sich unser fiktiver Kassenbestand, den wir einfach mal temporär auf 10.000 gelegt haben, um die Entnahme von 290, also diese Sollbuchung, reduziert. Also 9.710 Euro ist unser momentaner Saldo. Wenn wir das nun unter Administration, Systemeinstellungen, Fixkosten ansehen, sehen wir, dass Wavi Profi 3 nun automatisch hier den neuen Intervall auf den von Ihnen gesetzten Intervall erhöht hat. Das heißt, das neue Datum wurde einfach erhöht. Der 1.2. plus ein Monat ist der 1.3. Und somit schaut Wavi Profi 3 nach. Bei jedem Start gibt es, ist das heutige Datum gleich oder größer dem 1.3. und dann wird die Buchung erfolgt und automatisch der Intervall um den von Ihnen eingestellten Intervallturnus erhöht. Ja, so einfach ist es mit den Fixkosten.